Sprawl and Ball, die dritte hier in Berlin, und Ground and Pound ist für euch vor Ort. Neben mir steht jetzt Dimitar Kostov mit seinem Trainer Ismail Setinkaya, direkt nach zwei Runden MMA gegen Josef Appel. Dimitar, ich darf gratulieren, herzlichen Glückwunsch, du konntest gewinnen heute. Chill uns mal ganz kurz am Anfang, deine Eindrücke, wie ist der Kampf verlaufen? Ist es so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, der war nicht schlecht, ne? Ich wusste, dass er vom Stand kommt, vom K1. Ja, und ich habe auf sicher gekämpft. Ich habe ihn runtergeholt, kontrolliert und gewonnen. Ja, wollte ich sagen, du hast ja die beiden Runden im Grunde relativ ähnlich gekämpft. Kurzes Abtasten, danach der Takedown. Man hat deine Ringerschule dort deutlich erkennen können. Und dann ging es mit Ground and Pound weiter. Hast du irgendwo in einem Moment gesehen, dass da doch noch irgendwo etwas gefährlich werden konnte? War in irgendeiner Situation dann noch überraschend? Er hat geklammert. Ja, und er hat geklammert eigentlich. Ende der zweiten Runde, er hat einen Kimura versucht, hat nicht geklappt zum Glück, und ja, eigentlich, ich habe auf sicher gekämpft, ich wollte nicht, ja. Okay, ja, dann vielleicht an den Trainer. Ismail, du bist als Trainer bekannt, dass du da immer noch eine kleine Stellschraube findest, wo du noch irgendwie was verbessern kannst. Bist du heute mit Dimitar zufrieden? Ja, ich meine, Dimitar hat seinen letzten Kampf erst von 12 Monaten her, und ich fand ihn mit seiner Leistung sehr zufrieden. Der Gegner war echt sehr, sehr gut. Er war jung, er war explosiv, er war sehr stark, und da mussten wir sehr strategisch an der Sache rangehen. Das ist Gott sei Dank auch uns gelungen. Natürlich gab es ein paar Fehler, die wir verbessern müssen. Aber ansonsten bin ich ganz und groß zufrieden. Was ich noch dazu sagen könnte, wäre vielleicht, dass wir hätten gewünscht, wir könnten 3 Runden kämpfen, aber ist kein Problem, weil wir dann, ansonsten war alles ein super Kampf, wirklich sehr super Gegner. Respekt, dass er noch sich das, den Kampf überhaupt aufgenommen hat. Respekt. Du sprichst es an, dass er den Kampf aufgenommen hat. Im Vorfeld war ja so ein bisschen hin und her, oder? Erst sind wir rausgeflogen, weil wir keinen Gegner hatten. Wir haben ja gedacht, es gibt keinen Gegner mehr. Dann ist ja sein Gegner ausgefallen, und wir wussten ja nicht, dass wir gegen ihn kämpfen. Also Respekt auch an Dimitar, das war 2 Wochen vorher oder so, haben sie uns angerufen, haben gesagt, okay, so und so. Haben gesagt, okay, kein Problem. Da Dimitar noch fit war, wir dachten, okay, kein Problem, machen wir. Es war auch ein sehr, sehr guter Kampf, sehr ausgeglichen. Nur, dass Dimitar einfach strategisch gekämpft hat, das hat ihm gelungen. Und es ist ja meistens so, wenn beide gleich sind, dann gewinnt derjenige, der bessere Strategie hat. Das war an dem Tag einfach, wir hatten einfach nur einfach viel Glück gehabt. Dimitar hat es auch eben schon gesagt, er hat ja auf sicher gekämpft. Und du sprichst jetzt von strategisch. Ja, habt ihr euch da überlegt, also warum jetzt diese Zurückhaltung so ein bisschen, klingt daraus? Ja, weil ich konnte den Gegner nicht einschätzen, erstens. Und zweitens, ich fand so, dass Dimitar lange nicht gekämpft hat, und ich wollte, dass er erstmal sich selbst findet. Wenn man lange nicht kämpft, dann denkt man oft, dass man gut ist, dass man immer noch denselben Leistung hat. Aber im Kopf hat man noch denselben Leistung, aber dein Körper gibt das nicht das her, was du von ihm erwartest. Und dann checkst du plötzlich, fuck, was geht denn jetzt ab? Und ich wollte nicht, dass er das bekommt. Deswegen habe ich ihm gesagt, kämpf lieber sicher, auf sicher. Es sieht nicht schön aus, aber man gewinnt. Okay, ich meine, dafür sieht ein anderer Kampf spektakulärer aus, weil er hat da erstmal diesen Rost wieder weg von sich. Das war auch unser Ziel, und das hat uns gelungen, und deswegen ist auch wunderbar alles. Okay. Gut, das war die Vergangenheit so ein bisschen. Du hattest eine lange Pause. Sehen wir dich dann demnächst nach etwas kürzerer Pause, also recht bald wieder? Ja, in einer Woche. In einer Woche, okay. Bei Real FC gegen Yomer Can Kardashle aus dem MMA Spirit. Das klingt ja auch nach einem sehr interessanten Kampf. Wie passt denn das da rein in die Vorbereitung, dann so kurz nochmal vorzugehen? Ich trainiere immer 10-mal die Woche. Ich bin jederzeit fit, ja, ich kann kämpfen. Okay. Dimitar ist auch am 18. Juni bei Rebel Series in Hamburg auch vertreten. Und also er hat wirklich sehr hart trainiert die letzten Jahre und immer Gegner abgesagt,
Er hat sehr hart trainiert und viermal Gegner abgesagt, das war echt sehr hart. Und jetzt endlich mal hat er jetzt wieder Glück. Jetzt ist Glück auf unserer Seite und hoffentlich wird das eine gute Siegeserie. Ja, das hört sich da gut an. In der leichten Gewichtsklassen ist es oft immer schwierig. Du sprachst eben auch an, dass es viele Gegner dann absagen und so weiter. Es ist oft schwierig, dort Kämpfe zu bekommen. Wie sind da jetzt denn dort die Pläne mit Dimitar? Also wie soll es denn da jetzt weitergehen? Vielleicht. Also ich habe eigentlich bin nicht so ein Typ, der so 3 Jahre vorausdenkt. Ich denke mal so, er soll erstmal seine Kämpfe machen. Er soll sicher werden, er soll wieder in seine Topform kommen. Da kann man immer noch über größere Veranstaltungen reden. Aber ich möchte, dass er erstmal in Deutschland kämpft und danach vielleicht Europa. Und wenn irgendwann, wenn es geht, dann woanders hin. Aber erstmal soll Dimitar, finde ich, sich erstmal in Europa beweisen. Ich möchte nicht, dass er erstmal so ganz irgendwo hinfliegt. Ich möchte, dass er erstmal hier bleibt und zeigt, was er wirklich hat, bevor er dahin geht und demoliert wird und wieder zurückkommt wie die anderen. Ja. Da ist der Plan klar, oder? Ja. Wie sind deine Pläne? Ja, er ist mein Trainer, ich muss auf ihn hören. Ne? Ja, wie er gesagt hat, erstmal in Europa weit mich beweisen. Deutschland, vielleicht noch 2, 3 Kämpfe England. Da sind ganz viele Jungs in meiner Gewichtsklasse. Ja, und danach weiter gucken. Ne? Okay, wir sind gespannt. Wir werden von Ground and Pound das auch weiterhin beobachten. Und ja, wir sehen dich ja dann nächste Woche und dann natürlich am 18. Juni in Hamburg. Ja, vor heimischem Publikum. Ja, genau. Ich bedanke mich fürs Interview. Danke auch. Alles Gute. Ja, danke schön. Ground and Pound.